So, und weiter geht's. Ich weiß gar nicht, warum da immer oben irgendwas von Aufnahme starten steht. Gibt's hier in dem Spiel auch eine Aufnahmefunktion? Jo, nach der Mission Rückführung. Ah, das Spiel nochmal neu gestartet. Weiß ich nicht, ob das mit meinem Fensterproblem was hilft. Wo da vorhin ja das Spiel sich in den Fenstermodus gewechselt hatte. Aber Versuch macht klug und deswegen hocke ich jetzt hier wieder in meiner Hütte. Man startet also scheinbar immer wieder irgendwie zu Hause. Und scheinbar müssen wir wieder zum Simeon und Lamar erzählt mir irgendwas. Stretch kommt raus. Ist ja toll. So, jetzt machen wir hier stylisch von vorne das Ganze. Nicht immer nur hinten rein. Ah, wir müssen wahrscheinlich sogar hier vorne rein. Na gut. You're a racist. What? You don't like me because you think that I am an Arab. What? No, what are you talking about? Excuse me. Wait, boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments and I have this bad feeling. Ja, more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on Hampstead off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? So, Mr. Kenneth, where are we at? Financing? The financing, it seems like a shitty deal. Ah, because of the color of my skin, you think I am a scammer. Hier die Rassismuskeule raushaut. No, skin color's got nothing to do with it. Na, fahren wir mal los. So, und da fahren wir jetzt mal. Oh, Simon. Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. Unser möchte gern Angestellte des Monats möchte mir wohl gerne eins reinwürgen. Was ist das für ein Ding? So, da wären wir wohl. Finde einen Weg ins Haus. Das suggestiert, dass die Tür hier zu ist und ich jetzt wieder ins Auto steige, wenn ich F drücke, obwohl ich das nicht will. Na, geh mal einfach davor. Dann springen wir mal über die Hecke nicht. Ah. Ja, da ist aber einer, der ist ja nicht so gut. Also über die Hecke können wir nicht direkt springen. Wie es aussieht. Und an dem Gemüse hier kann er sich auch nicht irgendwie hochziehen. Aber hier kann er hochklettern, so ein bisschen wie Ezio. Oh, die Tore. So. Schleichmodus. Ist der Gärtner, der hier gerade was. Ja, vielleicht ist auch der Besitzer des Wagens.
Was mache ich jetzt mit dem? Einfach umliegen? Wo habe ich denn die Schrotflinte her? Egal. Oh, scheint die Mission nicht zu stören. Kann ich die Kettensäge mitnehmen? Ach nee, das ist ein Laubbläser. Wie komme ich denn auf eine Kettensäge? Naja, wer weiß. Ich stehe auf schallgedämpfte Waffen. Möchte ich nur mal so sagen. Das Ding geht nicht auf. Na gut. Muss mal anders rein in die Hütte. Bin jetzt hier ein Hitman. Fehlen mir aber die 1911er Hardballer. Hier war doch eine Tür. Leute, hier kann nicht überall zu sein. Auf das Dach des Autos. Und dann just 'cause you have a massive gaper, bitch. Was für ein Riesenschlitz. Dad! He said I had a massive. Jimmy called me a bitch. Ach so, Salami in den Hausflur werfen sozusagen. He tried to knife attack me. Oh, in guter alter Hitman-Manier sehe ich auch auf meiner Minimap, wo die Leute sind. Ich habe ein bisschen. LOL, you suck Batman's dick. Oh my god, seriously? My brother is such a homo. Wilder Lachs. Thank you, Coach. Scheiße, ich renne einfach mal vorbei. Uhuhu. Ich aber trotzdem die Garage aufmachen oder geht die alleine auf? Oder da ist eine Art irgendwas im Wagen. Ich gehe einfach mal in den Wagen. So geht automatisch schön. Ah, ja, toll. USA natürlich alles elektrisch gesteuert, klar. Ja, dann. Fahren wir mal hier runter. Oh, Simeon. Hey, Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Ach, das war doch, ist das Fahrzeug hier von dem Typen, den wir da, wo wir Simeon das erste Mal gesehen. That's a 9mm semi-automatic. Was ist denn das für ein Spinner? Your skull. We'll look around. You just keep driving where you're Ach, ich? Also ich der andere. Man, this was a repo job. Guy was behind on his fucking note. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way, well, you need some motivation, drive. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, this just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yaterian, we'll work this out. Oh, okay. Ah, coole Story, Wendel. Jetzt steht mir da mal jeder weg. Abhästig. Ja, früher bei GTA bin ich immer rumgeheizt, da war mir alles scheißegal, aber da ich hier nun schon seit einigen Jahren selber Auto fahre, verhält man sich selbst in dem Spiel mitunter ganz anders. Kurios. Kurios. Hey man, it's Jess up here. Okay, stop the car. Pull up. That the place? Yeah, this the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast.
I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck. Na dann mal. Wer fällt ein? Man, shit! No! Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Samuel, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! Oh. See now, you... Ich zieh mal noch ein paar reintreten. Na gut, klicker die Klick. Oh, ich kann auch treten mit Q. You're fucking mental! Nein, der tritt zwar nicht, aber... Doch, er tritt. Schön in die Nüsse treten. You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth $5,000 a month to you? You fucking racist! I'm telling you something. This thing's gonna need some serious bodywork or it's worth $5,000 a month. He agreed to financing. I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Oh. Don't make me have to come back here. Tja, Komplikationen bestanden und jetzt sind wir gleich mal wieder ein anderer Charakter. Nicht schlecht.